Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Digimon World 2003. Ja, nachdem wir wieder mal ein paar Matches gegen Bulbmon, diesem schönen Käferlabyrinth, verloren haben, machen wir jetzt einfach mal weiter. Und zwar mit... ihr wisst einfach nochmal herausfordern mit... Was laber ich da für einen Scheiß eigentlich zusammen? Ja, das ist, wenn die letzte Aufnahme schon über eine Woche her ist, ja? Dann vergisst man immer alles, was man gemacht hat. Außerdem kann ich mir noch was von Kumamon holen für die Pfandleierhäuser, ist mir aufgefallen. Das könnten wir eigentlich mal machen. Ja. Zum Beispiel könnten wir sagen, wir erhöhen mal hier was, ja? Und zwar kaufen wir einmal einen Boost für unser schnelles Gilmon. Komm, kaufen wir gleich zwei. Dann kaufen wir Power für unseren Wemon. Zwei. Und dann kaufen wir noch zwei Geist für unser Agumon. So. Das sollte jetzt erstmal reichen. Und ich habe natürlich meine Digimon nochmal trainiert. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie das mit dem Items aussieht. Ich wollte ja eigentlich keine Items einsetzen. Okay. Waffenmäßig sieht es auch wieder besser aus. Rüstung, habe ich auch noch was dabei. Zubehör. Tanzfeder, Wasserbauen, Suchwaffen, Metall, Läufer, nee, nix. Was war das? Feind? Final kommt seltener, das ist schwachsinnig. Brauche ich alles nicht. Also jetzt gehen wir nochmal ganz kurz dann in die Trainingshalle. Trainieren unsere Digimon. Digimon. Sind jetzt auch alle 32 hochtrainiert noch. Und ja, ich hoffe, dass das jetzt reicht. Ich hoffe, dass das jetzt echt reicht. Welches Digimon geht uns da schon wieder den Weg? Ape-Mon, na, das ist lediglich unser Walkwall-Mon. Spiel dann gleich. Ist doch überhaupt keine Herausforderung mehr hier. 1000 Schaden. Ho, ho, ho. Und ja, trainieren, dann gehen wir ganz schnell. Ich will dieses Bulbmon, wir müssen ja weiterkommen. Wir müssen ja das Tiki Amoi des Wissens uns besorgen. Das habe ich nicht vermisst in dieser Aufnahmepause hier. Diese wilden, nutzlosen Digimon, die mir nichts mehr hier bringen. Weg damit. Los, weg damit. Und ja, wir müssen halt erstmal den Amaterasu-Server und da gibt es dann auch noch genügend Sachen für uns zu erledigen. Also da kommt noch einiges auf uns zu. Die Story geht noch weiter. Und ja, ich werde, wenn ich merke, dass ich einfach keine Chance gegen dieses Bulbmon habe, ja, dann werde ich Items einsetzen, weil ich möchte euch jetzt auch nicht mit 5 Parts Bulbmon-Kämpfe hier aufhalten. Ja, irgendwann ist da nochmal Zappenduster. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das in dem vorigen Part schon gesagt habe, dass es irgendwann Zappenduster ist hier. Nicht im Sinne von, das Projekt ist dann beendet. Nein, ich doch nicht. Sondern, dass ich dann einfach irgendwann Items ersetzt würde. Warum kommen so viele Digimon? Das geht mir auf den Sack, ey. Was haben wir denn dann? Shellmon, weg damit, ey. Oh Mann, weg damit. Das geht uns nur im Weg. Ja, bleib am besten genau tot liegen. Walkwallmon. Das ist nämlich der beste Kämpfer. Ich brauche jetzt einfach kein Training mehr. Ich habe das Training hinter mir. Und ja. Garudamon, ja. Wird jetzt meine Digimon nochmal trainieren. Ich weiß gar nicht, wie viele DP-Punkte habe ich denn. Da lässt sich doch was mitmachen. Und zwar, du musst schneller werden, Junge. Und zwar schneller. Los, sonst ist er ja, wie bereits gesagt, Gimon ist ja klar bekannt dafür, was er wird. Jawohl. Sehr schön. Ja, jawohl. Oh, fail. Okay, 534. Oh, Agumon muss auch unbedingt schneller werden. Das ist mir echt zu langsam. Los! Werd schneller! Oh, fail! Komm, zweimal, komm! Jawohl! Yes! Das ist auf Diät! Och, komm schon, ey. Das war jetzt ein Witz, oder? Und dann noch Geist. Los! TP5. Ah, da haben wir nochmal 5 Punkte, sehe ich gerade. Yes! Das können wir dann auf Verteidigung gehen. Yes! Yes! Jetzt komm. Nicht schlafen, jawohl! Yes! Immerhin, das funktioniert und Verteidigung ist extrem schwach. Das müssen wir auch noch erhöhen.
Komm schon. Bäm. Abwehren, abwehren. Los geht's. Juhu. Bloß nix auf die dicke, fette Nase bekommen, ja? Der hat aber auch echt eine große Nase. Das fällt mir gestern auf. Arkon hat eine große Nase. Okay, das war jetzt gutes Training zum Schluss. So, du hast 10. Muss auch noch unbedingt schneller, wenn dann pushen wir auf jeden Fall noch den Angriff hoch bei Wemon. Los! Yes! Wird schneller. Was bringt das eigentlich, wenn man im Seil... Was bringt das eigentlich, wenn man wirklich Seil springen tut? Wie wird man dadurch schneller, ey? Das geht nicht in meinen Kopf. Hier ist sogar so ein Laufband, ja, dass sie da wirklich auf Geschwindigkeit getrimmt werden. Aber nein! Altmodisch. Zum Beispiel bei Boxern, das ist logisch. Hier so bam, bam. Bam! Für unsere Desperado-Raketen kriegen wir jetzt mal auf die Fresse. Und kommt zweimal. Yes! Okay. So, ganz klar, unsere Digimon sind soweit, um es nochmal gegen Pulpmon aufzunehmen. Und zwar zackig. Ich möchte jetzt endlich auch in diesen Scheiß. Gut, was heißt eigentlich Scheiß, ja? Ich möchte einfach in den Amaterasu-Server. Und ja, dann wollen wir mal schauen, was ich da drüben alles reißen kann. So, jetzt habe ich überhaupt für Techniken drauf. Ah, ich möchte jetzt eigentlich nicht so viel bei den Kämpfen hier verschwenden, ey. Los, weg damit. Ach, das geht doch noch auf, ey. Es gibt, ja, das Büßchen da. Ja, immerhin wärmen wir ab. Dann kriegt das nichts dazu. Yeah. Bam, kaboom. Ich glaube, 3 Niederlagen habe ich schon gegen Bulbmon zu verzeichnen. Bin mir da jetzt überhaupt nicht mehr so sicher, ey. Das ist... Das hat einfach mal lange Zeit nicht aufgenommen. Na gut, ich habe auch extrem viel voraufgenommen. Das kommt auch noch hinzu. Also ich habe momentan 2 Projekte, die schlucken so viel Zeit. Das ist nicht mehr normal. Wenn dieses Projekt, da muss ich für ein Part eine halbe Stunde einkalkulieren. Das ist extrem viel. Das ist sau, sau viel. Mir ist am liebsten kein Digimon. Kaum sage ich Digimon, ja? Kommt doch schon eins. Ach, nur Memon da. Kackvogelfieh. Weg damit. Am liebsten würde ich jetzt flüchten. Aber wir brauchen die Erfahrungspunkte. Die 222. Hätte eben meine Digimon noch mal heilen. Ach, Göttchen, ey. Oh, Memon, bist du langsam. Habe ich eigentlich schon erzählt, dass das der beste Trainingsplatz ist? Ja, genau. Jetzt flüchtet das auch noch. Ist das ein Feigling von einem Digimon, ey? Ja, genau. 2 Meter weiter habe ich das schon wieder gefunden. Nur Memon gesichtet. Attacke! Und ja, wahrscheinlich werde ich ja im Amaterasu-Server. Das war guter Schaden. Werden wir uns dann erstmal ein bisschen da umsehen, was uns da Großes erwartet. Wer weiß das schon? Wer kennt die Antwort von euch? Auf zum Amaterasu. So, jetzt ja das Vieh, das nehmen wir mit. Das ist gute Erfahrungspunkte. Wemon ist down. Oh, das dauert aber echt noch, bis wir das nächste Level erreichen. Level 33. Also noch 8 Level, dann haben wir unsere Mega Digitation. Und auch Warp Digitation. Warp passt da eigentlich besser, weil wir eigentlich immer vom Rookie Level aus digitieren, ne? Musayamon. Wie ist das mal ausgesprochen? Ich bleib doch liegen. Du sollst liegen bleiben. Abgewehrt. Haha. Du bist zu schwach. Jetzt komm, Attacke. Oh, down. Kritischer Treffer, yes. Sehr, sehr schön. 155 bringt das, okay. Ist aber nicht das, was wir wollen. Wir wollen... Seori, die da nochmal ansprechen. Seori, das ist Susaku. Ist die Susaku, die darin, ja, oh nein. Ach, das haben wir schon 10-mal. Wie oft haben wir das schon gehört? 3-mal? 4-mal? 5-mal? 2-mal? Schreibt es in die Kommentare. Wow, was ist das? Ja, ja. Ein Sicherheitslot, das muss der Grund sein. Ja, genau, dieses Digimon will ich umbringen. Das lebt nicht mehr lange. Das ist Bulbmon. Lass mich endlich durch. Mach Platz da. Doch, ich komme da durch. Lass mich durch.
Was für ein AOA gehört, oder doch, wenn das so ist. Weiß ich mich, die steht dann ja eigentlich jedes Mal rum, ja? Ach ja, Notfallkammer, der mach ich es, wir brauchen diesen Keller, der ist cool und bergweise, wir brauchen 4 Liedabzeichen. Für die, die es immer noch nicht wissen. Ich glaube, die steht da jetzt immer rum, kann das sein? Das ist, wenn man das Spiel, na gut, wenn man das Spiel bis zum Endgegner geschkettert hat, dann feiern sich eh die ganze Welt. Spoiler! Piep, 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 piep. Ein schönes Sicherheitsloch, ey. Einfach nur oben lang war die Devise. Ja, das kann ich mir noch eine Woche merken, das bleibt noch drin. Grube. Ja, bin goldrichtig. Jetzt werden wir nochmal ganz kurz eine Powerladung opfern. Und dann muss ich mir überlegen, wie mache ich das Vieh jetzt am besten platt? Mit Mega Protection, Mega Strange, dann muss es sitzen. Und ja, aber Katz. Yes! Bam, bam, bam. Noch ein Beben! Hab ich dir schon erzählt, dass das geil animiert wurde eigentlich für das Jahr 2003? Man darf nicht vergessen, dieses Spiel ist 10 Jahre alt. Wenn ich daran denke, wie die Technik weitergesehen ist, ist das beste Beispiel. So, wer kriegt den ersten Wer darf den ersten Treffer setzen? Ich. Fangen wir mit Mega Protection. Los. Bing! Unsere Verteidigung muss gehen. Bullborn-Attacke. Steh auf. 420 Schaden, okay. Mega Strange. Los. Angriff erhöhen. Power Maximum Attack. Mad Pump, oh nein, nicht die Attacke schon wieder. Die mag mein Gelmon nicht. Und noch einmal. Mega Strange. Los geht's. Bing. Wann fängt es an sich. Wollte ich gerade fragen, wann speedet das sich ab? Speed up! Oh nee. Alter, komm, wir müssen jetzt angreifen. Los. Oh, hat's abgewehrt. Mad Pump. Das ist schlecht. Jetzt machen wir nochmal Mega Strange, damit es schön den Angriff pusht. Für Pedramon mit der Desperado-Raketen. Nochmal Abwehr, das ist ganz toll. Ja, damit ist es down. Okay, Gemon hat seinen Job getan. Naja, fast getan. Pedramon, los geht's. Stylish Auftritt. Und dann geht's los. Mit den Desperado-Raketen! Feuer! Drei Treffer! Yes, Baby! Guter Schaden! Oh nein, aber doch nochmal Abwehr! Nein, Mad Pump! Aber es hat sich nur einmal aufgeboostet, das wundert mich. Schwerer Schaden, aber noch einmal reicht das für die Desperado-Raketen! Lass! Bam. Zwei Treffer. Oh, es liegt schon auf dem Boden. Geil. Geile Scheiße. Geile Mucke. Ich könnte es diesmal echt schaffen. Kein kritischer Treffer, bitte. Oh ja, wir sind noch mal dran. Jetzt einmal Desperado-Raketen. Komm, setze sie hinzu. Los. Nein. You fucking boy, ey. Lass mich doch einmal noch angreifen. Pedramon ist da und Pokémon gewinnt. Einen haben wir noch. Jetzt komm. Diesmal schaffen wir es. Los mit deinem Greymon. 2007, das sollte reichen. Normale Stärke. Okay, kein Problem. Wir setzen den Gigaschlag ein. Lass. Gigaschlag. Ditsch. Down. Down! Aber wenn es 242, wir haben gewonnen. Wir haben es endlich besiegt. 440 Erfahrungspunkte, das ist aber magere Ausbeute, ey. Yes! Ja, die Strategie ging diesmal auf. Sauber. Hurra, Sieg über Bulbmon.
Ne, das Loch geht immer weiter. Vielleicht geht es zum Amaterasu-Server. Ich finde es heraus. Ja, vielleicht geht er, vielleicht. Bringt uns dieses Käferlabyrinth zum Amaterasu-Server oder die Netzwerklücke? Wir werden es sicherlich erleben. Oh, heilen werde ich jetzt nicht. Das ist mir zu zeitaufwendig. Oh, war das jetzt der richtige Weg oder der falsche Weg? Dann sieht er noch fit ist es. Oh Gott, no Mon. Dann sieht er noch richtig fit ist es, Metal Greymon. Oh, jetzt eine Niederlage, das wäre richtig bitter. Und Batsch. Ja, down! Das finde ich zum Beispiel gut vom Spiel, dass man wenigstens wieder einen Punkt geschenkt bekommt, quasi so Petramon. Das hat auch nur einen Punkt. Aber das ist gut, man ist nicht nach dem Kampf sofort down. Die Desperado-Raketen müssten nur sitzen, dann reicht das eigentlich. Bam! Ja, das sollte reichen. Ja. Sabbat schon so rum. Und kriegt er wenigstens die Erfahrungspunkte. So, aber ich muss hier raus. Obwohl, kurz heim mit der Technik, doch, das ist möglich. Komm, machen wir das ganz kurz. Die 2 Sekunden nehmen wir uns jetzt. Das wäre auch schwachsinnig, aber ich bin weitergekommen. Okay, das reicht. Wir haben endlich Bulbmon besiegt. Endlich. Wir haben es jetzt schon fast beim ersten Mal geschafft. Jawohl, richtiger Weg. Hoffe ich zumindest. V ist in. Keller. Wo sind wir hier? Das sieht so alles so mysteriös und dunkel aus. Und also unordentlich vor allen Dingen. Wer ist das? Hm? Was will der von uns? Junge, was zum... Gehörst du zu den AOA? Ich werde mich nicht ergeben. Ich werde euch mit meinem Digimon besiegen. Nein! Hey, warte, ich bin nicht von den AOA. Ich bin Philipp und komme vom Mazuka-Server. Ist das wahr? Ich dachte, du gehörst zu ihnen. Ich heiße Kenny. Aber wie bist du hierher gekommen? Ich bin durch das Sicherheitsloch von Bulbmon gekommen. Kenny, weißt du, wo das Digi-Ei des Wissens ist? Nein, das weiß ich leider nicht. Aber da du sowieso nicht danach suchen kannst, ist es egal. Die AOA haben nämlich den Amaterasu-Server übernommen. Das weißt du erst, wenn du es versuchst. Was ist mit den anderen Täbern? Wurden gefangen und gezwungen, Digimon für Krieg zu züchten. Dann wurden sie alle in Eugmon verwandelt. Oh, wie Eugmon? Oh Mann. Das können wir uns nicht gefallen lassen. Mutiger Kenny heißt er, okay? Genau, das ist auch unsere Meinung. Die nicht gefangen wurden, sind im Widerstand. Organisiert, um AOA zu stürzen. Ich will mich ihnen anschließen und suche daher nach ihnen. Ein Widerstand? Ich will auch helfen. Habe aber keine Zeit. Verstehe. Sehr schade. Ich gehe dann. Pass auf dich auf, Philipp. Ja, du auch, Kenny. Mach ich. Das brauchst du, um dich im Amaterasu-Server zu bewegen. Hey, ich hab die Kumpel-ID, cool. Kumpel-ID, ich gehöre zu den Kumpels hier. Damit denken sie, dass du Mitglied der AOA bist. Kumpel-ID, ja, Kumpel. Ey, AOA-Mitglied, ich bin dein Kumpel. Was machen wir zusammen? Heute shoppen gehen, oder? Wenn du dich nicht zu blöd anstellst, kommst du durch. Danke, nett von dir. Ich und dumm anstellen, das ist mein Spezialgebiet, ja, das ist nicht schwer. Ich gehe denn, sei vorsichtig, Philipp. Ja, aber immer doch. Klar, wir machen sie alle. Alalale. Kann ich mich bewegen? Auf zum Digi-Ei des Wissens. Erstrahle! So, wir sind also quasi schon immer mit der Software, gibt es was zum Speichern. Die Wucherpreise von diesen Gatomons müssen wir uns jetzt leider gefallen lassen. Ja, müssen wir uns leider. Und ja, was erwartet uns denn jetzt hier im Drahtwald Ost? Die Melodie hört sich schon mal alles andere als freudig an. Oink, 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 oink. Ja. Okay, Ost ist Quinglong City, West ist Amaterasu City, Süd ist Forestin. Amaterasu City ist wahrscheinlich noch mal von AOA umgeben, deswegen werden wir da nicht hingehen, wir werden mal nach Quinglong City gehen. Was haltet ihr davon? Nach Quinglong City. Ach, apropos, welches Carbon treffen wir jetzt eigentlich hier? Das habe ich mich schon immer mal gefragt. Okay. Okay, das ist eines der Bäume da oben. Ja. Oh. Dann ist es eben der Baum. Hier muss es einen Garten geben.
Okay, mit zwei Sternen nur. Okay, ich dachte, hier gibt es das jetzt mit drei. Es gibt nämlich vier Kartenmonster mit einem, mit zwei Karten und mit drei Karten. Okay, das ist down. Ich habe gesagt, wir treffen das Kartenmonster mit den... Habe ich gerade richtig gelesen? 6B. Okay, 6B ist gut. Bei 6B... Oder? Ein Kowalgamon Level Ultra. Insekten-Digimon Typus Virus, oder? Attacke, keine Ahnung. Das kam vorhin Digimon Staffel 2. Aber ich glaube auch in Staffel 1 kam es dran, oder? Ich dachte, das wäre schon down, ey. Kowalgamon, ey. Zweite Staffel, kann ich mich richtig dran erinnern. Haben die Digi-Ritter nämlich versucht, die ehemalige Festung des Digimon-Kaisers aufzuhalten, damit es nicht explodiert. Und das ist denen ja auch gelungen. Und da okay, jemand hat halt einen Okuwamon erstellt, ja. Wo ist denn jetzt hier dieses scheiß Kartmon? Da ist ein Kartmon. Wir werden jetzt noch mal ein paar Kartmon farmen gehen. Ja, richtig gehört, wir werden ein paar Kartmon farmen gehen. Vielleicht mache ich auch, weil wir jetzt in diesem Fall sind, vielleicht die Duell-Insel als erstes. Das wäre eine Maßnahme. Aber dafür brauche ich Karten. So lieb ich's. Nochmal ein Kartmon? Nein, Kowalgamon, okay. Das ist ein gutes Training. Aber hier gibt es, glaube ich, nicht ein. Gibt es hier irgendwo ein Ort? Yes. Sauber. Gibt es hier nicht einen irgendwo einen Ort, wo es wenige Bäume gibt? Wo man schnell Kartmann farmen kann, ey. Ach nein, du Spacken, ey. Komm, kriegst du nochmal einen in die Fresse. Weil es so schön war. Ich wollte gerade sagen, vorhin bist du auch liegen geblieben. Das ist natürlich ätzend. Ne, das ist mir. Boah, das ist mir zu zeitaufwendig gerade. Außerdem muss ich auch mal gucken, was in diesem Booster ist. Blossomon hat auch mehrere Auftritte gehabt. Das war best, kann mich an Digimon Staffel 2 erinnern. Aber in Staffel 5 hat es auch seinen Auftritt gehabt. Da ist nämlich diesen Computer in der digitalen Welt, den Thomas da versucht er zu entschlüsseln, durch das Passwort. Um auf die Suche nach vielleicht ein paar Daten von Spencer Damon ausfindig zu machen. Aber ich mache die ja mittlerweile so schnell fertig, ey. Dass ich kaum was noch über die Digimon erzählen kann. Das ist echt ein Knackpunkt hier. Aber Kuvamon kam, glaube ich, auch in mehreren Digimon-Staffeln vor. Ich schreibe immer so nette Kommentare, wenn ich was vergessen habe. Das finde ich so super von euch. Weil das sind fünf Staffeln und ich kann mir auch nicht jede Folge einzeln merken. Also sind wir beim Divermonsee, oder? Ja. Ja, das wird sich richtig anbieten, erst in diese Duellinsel nochmal zu machen. Nee, gibt's auch viel zu viele Bäume. Und ich treffe den richtigen. Das ist, ja. Glück im Unglück, ne? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Aber guck mal, man macht den gerade fertig hier. Das ist mal so, das finde ich so blöd. Okay, in der Nähe. Immer noch in der Nähe, immer noch in der Nähe. Vielleicht hier? Bitte lass das Kartmon sein. Yes! Ja, so können wir uns Booster farmen, bis wir in der nächsten Stadt sind. Ich hoffe, dass es dein Divermon auch gibt. Ich bin mir das gar nicht so sicher. Aber es müsste. Eigentlich gibt es in jeder Stadt mindestens eins. Ich wusste, dass der Baum ganz links war. Ich wusste es. Und noch ein Kartmon. Yes! Wir farmen uns ein paar Booster gerade. Nice! Wenn wir mal gleich mal öffnen, was da überhaupt drin ist. Und wenn wir 6B, 7B oder 8B, irgendwo war was Wichtiges. Booster gehen ja bis. Nein! Nein! Okay, ich glaube, ich habe gerade den perfekten Ort gefunden, um Kartmon zu farmen. Zumindest was 6B betrifft. Ist das der perfekte Farmort hier? Okay, Erfahrungspunkte bringt das Vieh nicht. Was haben wir denn hier im Blossomon?
Ein Ibidramon. Das kam auch in Staffel 2 vor. In der fünften Staffel direkt gegen gegen Digimon und Nikakumon hat es gekämpft. Von Nikakumon wurde es dann besiegt. Ja, so war das. Staffel 2 kenne ich am besten, weil es meine absolute Lieblingsstaffel war. Deswegen ich kenne ja jede Folge auswendig, jedes Digimon, was davor kam. Der Tod. Wir sind auch keine Gegner hier irgendwie. Aber wir waren auf die Suche nach Katmon. Den Baum habe ich, glaube ich, angestoßen. Genau, dann war es der hier. Ja, noch ein Katmon, sehr schön. So, mal kurz auf den Timer gucken. Den ich mir natürlich diesmal wieder... Diesmal habe ich ihn mir gestellt. Ja, wir müssen jetzt in die nächste Stadt. Dann habe ich auch das erreicht, was ich in diesem Part wollte, nämlich Bulbmon besiegen. Mehr wollte ich euch in diesem Part nicht zeigen, weil es geht im Anschluss direkt weiter. Und das werden wir dann im nächsten Part dann sehen. Deswegen muss ich jetzt ganz kurz die windige Prärie... Ich glaube, die windige Prärie bietet sich davon. 1, 2, 3... Okay, nein, mein, bietet sich nicht dafür an. Nein, überhaupt nicht. Vergesst, was ich gesagt habe. Zum Farmen ist das auch zu viele Bäume. Quing Long City. Das ist aber den quatsche ich lieber nicht an. Gehen wir mal in die normalen Gebäude hier. Das ist nämlich wie Zero City aufgebaut. Sehr viel Türme. Okay, hier war das Inn, dann war hier... Inten Divermon, genau. Du Divermon, ich habe da aber einen Auftrag für dich. Tust du mir einen Gefallen? Öffnest du? Aber wo, was hast du für Karten? Ja, damit. Lege eine nicht schwarze Karte ab. Devimon haben wir Silphimon. Nicht schlecht. Garudamon, Blossom. Okay, die beiden sind nichts wert, aber die beiden sind was wert. Booster öffnen. Okay, da war Müll drin. Erdramon. Lilimon! Goldene Aura, geil! Meteormon, geil! Goldene Aura, geil! Geil, Garudamon, geil! Mammutmon. Oh, das ist teuer. Lilimon war gut. Hey, wir können es auch Ordner verbessern. Knallhart. Wir können echt unser Ordner erstmal verbessern. Was ist denn unser, was ist denn ganz schwach? Okay, Grünbrom auf... Oh, Grünbrom auf jeden Fall, ne? Fuck. Warte, wir tun erstmal... Was haben wir denn? Das kommt auf jeden Fall rein. Weil 20... Ey, das ist so geil. Das werde wir kriegen... Wir kriegen... Allein durch die Karte kriegen wir 20 AP und 20 HP eines Digimon dazu. Hallo, was will ich mehr? Das ist geil. Das ist richtig geil. Hoppala, ich wollte den Ordner weiter bearbeiten. Jetzt müssen wir dieses schwachen Digimon ja erstmal aussortieren. Rarimon zum Beispiel. Goldene Aura. Passt. Rein damit. Okay, der Ordner entwickelt sich langsam zu einem... Goldene Aura, das ist einfach so geil. Goldene Aura ist richtig geil. Das ist eine richtig geile Programmkarte. Ich glaube, ich sortiere Wasser aus. Ja. Lilimon 27. Alter, richtig krass, ey. Was kommt? Lilimon muss einmal rein. Das ist ja schon Pflicht, ey. Und tu mir hier ein paar paar Grüne rein. Und zum Beispiel Kumamon. Und da nochmal Kumamon. Oder halt grüne Programmkarten, das ist halt immer das Beste. Aber da gibt es nichts Gutes, das ist der Kack, das ist das Problem. Was tun?
Da kommst du immer noch Gabumon rein. Weil Lilimon, der braucht, das braucht zwei, das ist es einfach. Es kommt nämlich eher so die Phase, wo ich Programmkarten brauche. Als Skarke, als Skarke. Wartet mal, ich habe da noch ein, okay, das ist das nächste Schwäche. Ich habe da noch einen. Genau, mein Mammut war zu schwach. Das war ja. Meteormon war das, glaube ich. Oder? Ja, genau. Meteormon, das war ja auch nochmal richtig geil. Zack. 21, 23, passt. Kostet mich nix. Lilimon, ey, geil. Richtig, richtig geil. Also, Gabumon hat sich gelohnt, auf jeden Fall, ey. Also, es lohnt sich, das Gabumon auch mal zu farmen. Ihr habt es jetzt am besten Beispiel bei mir gesehen. Aber es lohnt sich wirklich erst in, hier im Amaterasu-Server. Queen Along Tour. Jetzt werde ich das, den Part hier abspeichern, nur für euch. Und dann werden wir im nächsten Part... Ne, jetzt verrate ich nichts mehr. Jetzt ist es vorbei mit, was ich mache. Jetzt wird es Surprise, Surprise werden, was ich als nächstes mache im nächsten Part, damit es ein bisschen unterhaltsamer wird. Jetzt müsst ihr mal, jetzt zwinge ich euch dazu, das hier zu gucken. Und dann sage ich einfach, ich zwinge euch nicht dazu. Aber wenn ihr es weiter wissen wollt, dann müsst ihr beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es wieder ist. Let's Play Digimon World 2003. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt der Folge einen Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar, was ihr sehr gut macht momentan, und macht weiter so. Und ich sage einfach mal, ciao Bella.